Hallo zusammen, hier ist Amano. Wieder mit einer neuen Serie, nein, einer neuen Folge von Holy Avatar vs. Maidens of the Dead. Einer neuen Folge in der Serie. So wollte ich es eigentlich sagen. Letztes Mal ist das ja ganz ja nicht so gut ausgegangen. Ja, ich habe euch natürlich mit voller Absicht den Sterbebildschirm gezeigt. Natürlich mit voller Absicht. Ja. Gut, damit das nicht nochmal passiert, habe ich mich jetzt heroisch mit dem blonden Halbgott über diese Stelle hinweg gekämpft. Das heißt, den Kampf, der mich das letzte Mal das Leben gekostet hat, den seht ihr jetzt hier zwar nicht, aber ansonsten habt ihr nichts anderes verpasst. Vor uns liegt ein Schnucki im Dreck, das wollen wir auch mal direkt plündern. Und ein Toast Hawaii. Das ist sehr gut, denn ich brauchte tatsächlich für diesen Kampf, weil mich noch eine Kokosnuss von dem Palmenaffen, den ihr gleich noch sehen werdet, für 82 Schaden kritisch von hinten getroffen hat. Das ist so fast die Hälfte meines kompletten Lebens. Brauchte ich sämtliche Toasterweiß, die ich hatte. Ich habe also quasi jetzt keine Heiltränke mehr. Gut. Mal auf die Minimap schauen. Hier unten das Türsymbol. Hier kann ich also die Gegend wechseln. Hier oben ein weiteres Türsymbol und diese Jungfrau, die sich vom Avatar nicht bezirzen lässt, wie wir alle wissen, eher eine Zombie-Jungfrau, ist hier nach oben gelaufen. Dieser gelbe Kreis. Ich werde also einfach mal hier mit den Feinden kurzen Prozess machen, aber nicht das Gebiet wechseln. Also erstmal hier der Palmwedelaffe mit seiner Kokosnuss, der mir vorhin die 82 Schaden reingewirkt hat. Aber diesmal wenigstens von vorne und nicht von hinten. Ja, sorry. Gerade natürlich eine Nachricht bekommen über das Handy und vergessen, das Handy lautlos zu stellen. Das ist mir jetzt bei keinen einzigen Let's Plays passiert. Gut. Einmal ist immer das erste Mal. So, ich bin wieder ganz bei euch. Und komm mal an diese blöden Kokosnüsse, beziehungsweise Brownies, wie sie heißen, nicht heran. Was scheiße ist, weil die doch meine Charaktere alle umschubsen. 20 Schaden. Das macht Candy mit dem normalen Schuss. Hoffe zumindest. Ja. Okay. Wenn sie getroffen hätte. Ja, jetzt kann es sein, dass zwei meiner Charaktere gleich liegen. Nein, Gott sei Dank geht die zweite Kokosnuss, so nenne ich sie zumindest, auch auf Candy. Ach, die anderen Schnuckis kommen auch noch dazu. Und da ich jetzt nur zu zweit bin, wird das in der Tat wieder ein richtig schwerer Kampf. Der Affe auf Candy, der natürlich jetzt, weil sie besoffen, nein, benommen da liegt, keine Verteidigung hat. Das wird in der Tat jetzt ziemlich kritisch. So. Mal gucken, dass ich den Affen möglichst schnell wegkriege. Ja, 32 Schaden. Klar. Candy kann man nicht wieder aufstellen, oder? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, was seid ihr denn für Jungfrauen? Meine Fresse. Könnt ihr denn mit euren Bögen nicht umgehen? Ja, und 53 kritisch. Ich erinnere daran, ich habe nur noch einen Toast dabei. Ich hätte vielleicht vor dem Kampf mal abspeichern sollen. Ich hoffe ja, ich werde euch nicht erneut eine grandiose Niederlage zeigen. Das wäre mir dann wirklich peinlich. Erstmal der blöde Affe weg. Eine Palme. Ja, Candy. Wie viel hat sie denn noch? 56. Ah, oh, Aufstieg zu Level 4. Das hat mir doch ziemlich gerade den Arsch gerettet. Da die Gute jetzt wieder voll ist. Nehme ich mal an. Ja. Oh, gleich mal neue Sachen lernen. Nee, ich bleib hier bei Crit. Schön kritisch. Weil Leben kann sie eh nicht dazu skillen. Am
haben wir hier normale Schnucki? Ja. Ach, wir nehmen trotzdem den starken Angriff. Es ist ja ein bisschen knapp alles. Oh, yay. Erkundungsmodus. Sehr schön. Dann mal schnell speichern. Weil, also ist jetzt dann doch in der Tat ein bisschen knapp. Was haben wir hier für ein komisches Ding? Ein Glücksschnucki. Ich frage mich gerade, wenn ich das von vorne sehen würde, ob das auch wirklich aussehen würde wie dieses Glücksbärchen, also mit einem Herz auf der weißen Brust. Ich glaube, das werden wir diesmal nicht sehen können. Gott sei Dank gelingt, nein, misslingt den Gegnern auch mal ein Angriff. Wieso bin ich denn jetzt hier betäubt worden? Ach Mann. Wahrscheinlich ist der Avatar vor Glück in Ohnmacht gefallen. So, 4 Schaden. Machen wir lieber den normalen Angriff und das Ding erstmal weg. Ja, verdammte Hacke. Also ehrlich. Wie blöd muss man denn sein? Zweimal. Echt jetzt, Candy? Zweimal nacheinander, ja? Ich werde sie einfach jetzt hier mit der Cursor ohrfeigen. Das ist doch zweimal nacheinander. Hallo? Also ehrlich. So, dann geh jetzt wenigstens mal hier auf das Glücksschnucki und treff da. Gut, das überlebt er aber da zumindest. Jetzt schauen wir wieder raus. So. Trotzdem war das kacke. Nee, nicht mal ein Toast dabei. So, wie gesagt, ich gehe jetzt mal nicht hier in das andere Gebiet. Latschen wir hier mal lang. Hier war ich ja auch noch nicht. Ah, das ist... Ach, das ist der andere Weg, den ich vorhin einfach nicht gegangen bin, oder wie? Ah, okay. Gut, dann wieder zurück. Ja. Nicht vergessen. Die Spieler spielen ja blind. Oder wie es so schön auch oft heißt, blind. In Let's Player Sprache, das muss ja alles schön Englisch sein, damit das möglichst cool wirkt. Ich spiele ja wahnsinnig gerne auf Englisch. Beziehungsweise, ich spiele nur auf Englisch. Ja. Aber trotzdem, unsere deutsche Sprache ist durchaus eine schöne Sprache. Und man kann durchaus auch mal sagen, ich spiele das Spiel blind statt blind. So, ich sehe jetzt hier unten schon 6 Knubbel. Also 6 Gegner. Dann schnell mal abspeichern. Und dann auf die Gegner. Erstmal, wie immer, auf die Brownies, damit sie meine Charaktere nicht schlafen legen. Und ich hoffe, Candy, diesmal geht dein Pfeil durch. Dann geht doch. Was ist das denn? Ein Emo-Schnucki. Jetzt regnet's über Candy. Steht im Regen und ist total down. Höchstwahrscheinlich. Normale Schnucki, Emo-Schnucki. Ah, dann kümmern wir uns erstmal um das Emo-Schnucki. Depressiv, reduziert Stärke um 5. Da nach wie vor die Attribute nirgendwo erklärt sind, habe ich keine Ahnung, ob Stärke sich tatsächlich auch auf den Fernkampfschaden von Candy auswirkt. Es ist einfach nirgends erklärt. Ich mach's nochmal auf hier. Seht ihr? Stärke. Ne? Ich kann den Mauszeiger rüberhalten. Steht da nichts. Ich kann auch draufklicken und es passiert nichts. Ich gehe aber davon aus, da es nur Stärke, Magie, Initiative gibt. Initiative dürfte bestimmen, wer zuerst zieht. Magie, entweder den Mana-Pool oder magischen Schaden, falls ich noch Charaktere bekommen sollte, die zaubern können. Und Stärke höchstwahrscheinlich tatsächlich den Angriffswert. Generell. Von Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Nehme ich mal so an. So, futter ich nun einen Toast? Nö. Gehen wir mal ein bisschen auf Risiko.
komme ich mit dem Avatar dahin? Ja, wie viel Leben hat das Emo-Schnucki noch? 21, da reicht der normale Schlag. Weil es ja von hinten, ne? So. Ist irgendwas der anderen angekratzt? Nein. Jetzt wird schon eng für Candy. So, in der Hoffnung, weil ich ja von hinten angreife, mit dem schweren Angriff. Ja. So, mal sehen. Natürlich kriege ich das Schnucki jetzt nicht weg und es greift Brandy an. Gut, hätte es Candy angegriffen, wäre ich vielleicht im Arsch gewesen. Aber so war alles okay. Beauty. Plündern. Ein Mana-Cocktail. Ich brauche aber Toast Hawaii. Wollt ihr nun stehen bleiben und den Avatar anhimmeln? Stehen bleiben. Unverschämtheit. Auf in die Höhle. Ihr wisst nicht, was euch dort erwartet, also seid auf der Hut. Und vor allem seid nicht so töricht und fallt auf dieses lächerliche Benehmen der Schnuckis rein. Finde ich gut, dass Brandy sich mit aufregt, warum diese andere Jungfrau, also wir wissen ja, dass es ein Zombie ist, aber egal, den Avatar nicht anhimmelt. So muss das immer sein. Wenn die Frauen nicht Konkurrentinnen zueinander sind, sondern zueinander halt. Auf in die Höhle. Auf in die Höhle. Der Avatar wird euch nun zeigen, wie das gemacht wird. Richtig. Da sind endlich mal vernünftige Monster. Vernünftige? Riesenspinnen. Ein jeder Held wird einmal in seinem Leben Riesenspinnen zerquetscht haben. Das ist der Sinn ihres natürlichen Daseins. Vorsichtig, Avatar. Seid nicht so ungestüm. Lasst seine halbgöttliche Wenigkeit nur machen. Seht her und staunt. Oh je, oh je. Ein Sieg mehr für die guten Jungs. Oh je. Ich wusste es. Kommt ihr wirklich alleine klar? Auch auf dem Boden ist der Avatar noch eindeutig überlegen. Keine Sorge. Schnuckis, sie rennen an uns vorbei? Und jetzt? Oh nein! Holy! Ah, demütigend. Candy, tötet seine halbgöttliche Wenigkeit. Jetzt! Nein, nicht töten. Hochmut kommt vor dem Fall. Wurde hier beeindruckenderweise gezeigt. Spinnen. Es ist ja klar eigentlich, ne? Ich meine, welches Rollenspiel kommt ohne Spinnen aus? Keines. Keines. Und hier sind eine Menge, wie ihr seht. Eine Menge davon. Das hört gar nicht auf. Ich wusste gar nicht, dass ich hier über die ganze Karte scrollen kann. Das ist natürlich gar nicht so schlecht, ne? Dass man sich das schon mal angucken kann. Was da so auf einen zukommt. Eine Menge Spinnen, eine Menge Kämpfe und was liegt denn da? Eine Jungfrauenleiche. Oh Gott. Das arme Ding. Okay, ich muss also tatsächlich hier überall durch. So, mal eben wieder schnell zurückscrollen. Oh, geht das vielleicht durch einen Klick aufs Porträt? Ja, hervorragend. Pestspinne, 110. Trotzdem erstmal die Schnuckis, wa? Schließlich stehen die alle direkt neben unserem Avatar. Brandy? Wo bist du überhaupt? Ach, da. Dann von der Seite. Eieieiei. Das ist eine Menge Schaden, die der hier frisst. Da Brandy direkt nach Candy ist, gehe ich mit Candy jetzt mal auf das neue Schnucki, weil Brandy die das alte wegmacht, wollte ich sagen, wenn sie dann einfach mal getroffen hätte. Verfluchte Kacke.
Ist er tot, ist das Spiel vorbei. Unmöglich. Der Avatar kann nicht so enden. Wow. Ich hätte nicht mal eine Chance. Das ist krass. Der Avatar wird euch nun zeigen. Riesen. So, lasst seine halbgöttliche Wenigkeit nur machen. Seht her und starrt. Wenn der Vollpfosten wieder mitten reinrennt. Ein Sieg mehr für die guten Jungs. Und wieder zu Fall gebracht wird. Kommt ihr wirklich alleine klar? Auch auf dem Boden ist... Schnuckis, sie rennen uns vorbei? Oh nein! Holy! Ich frage mich gerade, ob es vielleicht blöd war, hier reinzugehen. Und ich seine halbgöttliche vielleicht zu wenig bin. Jetzt. Vielleicht kriegt man ja später noch eine dritte Jungfrau dazu. Hm. Was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, ich gehe mal auf die Riesenspinne als erstes. Sich um die Schnuckis kümmern hat vorhin ja nicht so wirklich was gebracht. Also auf die Spinne. Also, mal ganz ehrlich, wie soll ich das denn überleben? Ich krieg jetzt vielleicht die Spinne weg, aber doch die Schnuckis nicht rechtzeitig. Okay, noch ein neues. Ich bin gerade ein wenig ratlos, wie ihr merkt. Weil... Das funktioniert doch jetzt gar nicht. Wenn die jetzt alle drei auf den Avatar gehen... Ja, jetzt ist er wieder tot. Unmöglich. Der Avatar. Okay, klickt das mal wieder weg, ne? Bringt ja nichts. Der Avatar wird euch nur... Riesen, lasst seine halbgöttliche Wenigkeit nur machen. Seht her und starrt. Ein Sieg mehr für die guten Jungs. Labernett. Kommt ihr wirklich auch auf den Schnuckis? Sie rennen uns vorbei? Oh nein! Holy! Ah, demütigend. Candy tötet seine halbgöttliche Wenigkeit. Jetzt. Mal gucken, ob in der Quest irgendwas steht. Das ist schön, dass Candy uns ganz doll lieb hat, aber irgendwie bin ich gerade nicht so wirklich begeistert. Mana, Gesundheit. Gesundheit, Mana, Mana. Aber ich kann auch... Ach, der Avatar kann so in der Form tatsächlich noch was fressen. Ich versuch's zumindest mal. Gleich. Gut, dann jetzt doch wieder die Schnuckis als erstes. Und gucken, ob der Avatar dann gleich den Trug Hawaii zu sich nehmen kann. Gut, zwei kritische Treffer war natürlich jetzt schon eine ganz gute Sache. Jetzt habe ich tatsächlich nur noch die Spinne und das Schnucki. Und ich versuche jetzt mal einfach, ob ich hier mit dem Avatar hier das Toast Hawaii futtern kann. Das ging tatsächlich. Gut. Dann werde ich die Situation natürlich auch überleben. Auch wenn es heißt, dass ich wieder meine ganzen Tränke und so weiter aufgebrauchen muss. Aber Hauptsache, ich komme mal vorwärts. Jetzt haben wir nur noch die Spinne. Misslungen. Perfekt. Ich habe natürlich einiges an Leben. Aber die Chance besteht, dass sie gleich auch vielleicht mal auf Candy oder Brandy geht. Und der Avatar steht wieder. Oh, das ist gut. Dann kann er jetzt nämlich mit dem dicken Cricket-Schläger. Ah, wollte ich eigentlich sagen. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Steh auf. Jetzt sagt er nichts. Das ist ihm wohl zu peinlich.
Was haben wir in der Spinne drin? Ein Spinnenseidenkleid. Das schauen wir uns mal eben an, was es ist. Chance auf Crit plus 1. Na, das ziehen wir doch mal Candy an. Das ist mir lieber als ausweichen. So. Kommen wir jetzt ohne viel Heiltränke weiter durch die Höhle? Gute Frage. Und die Antwort gibt's in der nächsten Folge von Amano spielt Holy Avatar vs. Mains of the Dead. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im Spiel.